Auftritt einer Nachwuchshoffnung der internationalen Esoterikszene. Brazzo ist nach Böblingen gekommen. Selten hat jemand mit so wenig Aufwand so viel Verzückung entfacht. Wirkung soll allein der gebende Blick entfalten. Sehen Sie selbst. 7 Sekunden unzensiert. Und die Wirkung ist nicht zu übersehen. Auch das Bewusstsein kann betroffen sein. Das ist so ein Kribbeln durch den ganzen Körper, manchmal auch ein leichtes Wanken. Und ich sehe dann auch diese Aura, die von ihm ausgeht. Ein absolutes Strahlen, ein weißes Licht um ihn herum. Der erste Gedanke war Jesus gleich. Also er hat für mich so eine Art wie, ich weiß nicht, wie Jesus. Anders als Gottes Sohn aus Galiläa stammt Brazzo aus Zagreb in Kroatien. Dem ehemaligen Lederwarenhändler wurden messianische Kräfte wohl nicht in die Wiege gelegt. Es ist ein Rätsel. Dadurch, dass sich dann die Energie auf ein Level anhebt von allen, wird man praktisch so losgelöst von dem ganzen Alltäglichen und widmet sich so der allgemeinen Existenz zu, so habe ich es jetzt verstanden, und verbindet sich in dieser schneller fließenden positiven Energie. Und das ist eigentlich alles, was er macht mit seinem Blick. Die geheimnisvolle Gabe soll Brazzo von Ivica geerbt haben. Bilder aus esoterischer Pionierzeit zeigen den Mentor in Aktion und mit seinem Schüler. Seit Ivicas Tod bietet Brazzo seine fragwürdigen Fähigkeiten weltweit an. Selbst Hawaii immer fest im Blick. In Böblingen sorgt der Glaube an die visuelle Kraft für spirituelle Akkordarbeit. Wer kommt, um den gebenden Blick zu nehmen, bringt Blumen mit, sozusagen als Dank im Voraus. Wofür scheint selbst dem Veranstalter nicht ganz klar zu sein. Das, was er während dieser Begegnung tut, ist nichts anderes, als dass er sie sozusagen symbolisch mit seinem Blick, mit dieser Ruhe, mit dieser Harmonie und mit dieser Ausgeglichenheit umarmt. So viel ist es und so wenig ist es. Brazzo sagt von sich selbst, dass er ein vollkommen normaler Mensch ist, der ein ganz normales Leben führt, der überhaupt keine besonderen Fähigkeiten hat. Zu tiefgreifender Desillusion kommt es im Saal trotzdem nicht. Beseelt vom Glauben an Brazzo haben einige Fotos mitgebracht. So soll der gebende Blick sogar in Abwesenheit wirken. Meine Patenkinder und meine beiden Töchter, die dürfen ja noch nicht mit rein, weil sie noch keine 18 sind. Und die Energie geht ja auch auf die dann über, auch wenn sie nicht mit ihr sein können. Glauben Sie das? Ja, ich weiß es. Meine Tochter war letztes Mal nicht dabei und sie hat zu Hause, wir wohnen in der Nähe von Nürnberg, gesagt, sie hat die Energie daheim gespürt, sie konnte nicht mehr schlafen früh und es war toll. Um Brazzo ins rechte Licht zu rücken, ist Sprecher Jürgen Block aktiv. Interviews gibt der Erleuchtete selbst nicht, dafür aber einen Sonderauftritt. So dass Sie ihn auch von vorne aufnehmen können. Gute Gelegenheit, vor versammelter Presse der 7-Sekunden-Frage nachzugehen. Szenen am Rande einer Ruhestörung. Herr Block, warum darf man eigentlich nur 7 Sekunden von Brazzo zeigen? Brazzo möchte, dass die Menschen hier in der Begegnung mit seinem Blick das weiterbekommen. Ist das denn dann problematisch, wenn sie mehr als 7 Sekunden sind? Nein, normalerweise nicht. Aber in der Vergangenheit hat man diese daraus Filme gedreht. Und wo ist das Problem? Moment. Womöglich hat es mit Brazzos übernatürlicher Begabung eine ganz irdische Bewandtnis. Seinen Anhängern gibt der Wunderheiler eine Kaufempfehlung. Brazzo Bücher und Filme. Damit der gebende Blick auch zu Hause nicht vermisst werden muss. Wie praktisch. Jetzt hat Brazzo erst mal 6 Wochen Tourneepause. Die Augen müssen sich ausruhen.